So Leute und Moin zusammen, ich grüße euch zu diesem neuen Video und auf jeden Fall erstmal Props und Danke geht raus an euch für die tatkräftige Unterstützung, die wir jetzt hier in diesem Kanal gemeinsam forcieren, sodass wir auf dem straighten Weg zu 10.000 Abonnenten sind, täglich tausende Views auf meine Videos es gibt und ich einfach diesen genialen Support von euch erhalte. Dementsprechend Daumen hoch an dieser Stelle erstmal für euch. 7 Neuigkeiten, über die wir heute sprechen. Das ist einmal die Musterfeststellungsklage bezüglich VW, da gibt es ein Update zu. Dann geht es weiter mit Fahrverbotsaufhebungen in Köln und auch in München. Dann gibt es was, dass eventuell doch ein Tempolimit kommen wird, weil die Svenja Schulze sich dazu gerade ausgesprochen hat. Als nächstes gibt es eine Neuigkeit über den Stadtluftreiniger in Kiel, über den ich vor einiger Zeit auch schon mal berichtet habe. Dann auch mal fernab von dem Diesel-Thema, aber natürlich irgendwo daran auch behaftet. Automobilindustrie generell eine Neuigkeit. Porsche Taycan. Last but not least, Fahrverbote in Stuttgart. Ganz wichtig auch noch der Hinweis, den habe ich jetzt hier nicht drinstehen, deswegen kommen wir in Summe gleich auf 8 Themen. Auf jeden Fall nochmal aufrufen dazu. Erstens, guckt immer beim Video und bei mir in die Infobox. Da sind ganz viele Links drin, Informationen, wo ihr euch nochmal selber weiter informieren könnt, weil nur das, was ich jetzt hier rauspicke, ist definitiv zu wenig Input. Ihr sollt euch nochmal eine breit gefächerte Meinung bilden. Das ist mir ganz wichtig. Und viele haben nämlich Informationen über die Demonstrationen, die in Deutschland jetzt stattfinden, pro Diesel gepostet. Könnt ihr gerne machen, keine Frage. Guckt in die Infobox. Da sind die Sachen immer verlinkt, wenn ich sowas finde im Netz. Und genau deswegen, in Ludwigsburg findet jetzt gerade im Moment, wo ich dieses Video aufnehme, eine Demo statt. Weiterer Hinweis, 2. Februar, morgen, 15 bis 17 Uhr in Stuttgart. Dann auch morgen, voraussichtlich werde ich hinfahren, 2. Februar, 16 bis 18 Uhr in Bonn. Morgen auch in München. Nichtsdestotrotz haben wir gleich eine gute Nachricht für München. Trotz dessen geht zur Demo von 15 bis 17 Uhr. Last but not least, allerdings morgen in einer Woche, 9. Februar, 13 Uhr schon in Wiesbaden. Und dann nochmal ganz wichtig an dieser Stelle der Hinweis, wenn ich morgen bei der Demo dabei sein sollte, wonach es aussieht, wird es bei mir im Hauptkanal 83MeToo einen Livestream geben, sofern das von den Rahmenbedingungen vor Ort klappt, aber ich denke, das haut hin. Folgt meinem Kanal auf jeden Fall, 83MeToo, da wird der Livestream, wenn, stattfinden. Beginnen wir jetzt direkt mit der ersten Nachricht. Ist jetzt quasi ein Update, das rausgegeben werden kann, hier bezüglich der Musterfeststellungsklage gegen VW. Und da haben sich jetzt mittlerweile über 401.000 betroffene Dieselfahrer einfach angeschlossen, dieser Musterfeststellungsklage. Und unter anderem bin das auch ich, beziehungsweise meine Lebenspartnerin, die ja den VW Polo hat, der auch ein betroffenes Fahrzeug ist. Ich blende euch an dieser Stelle auch mal hier ein quasi Antwortschreiben ein, wenn man sich bei der Musterfeststellungsklage nämlich eingetragen oder in Anführungsstrichen angemeldet hat, bekommt man nämlich auch dieses Formular zurückgeschickt, diese Bestätigung. Das ist jetzt hier in zensierter Variante, ist vom Kevin, der auch betroffen ist aus Leverkusen, also hier generell so aus meiner Nähe. Und kurioserweise, meine Freundin bzw. ich haben bis heute dieses Bestätigungsschreiben des Einganges noch nicht bekommen. Wir haben es erst einmalig per E-Mail geschickt, danach kam 3 Wochen lang nichts. Dann haben wir das Ganze per Post nochmal geschickt, per Einschreiben, wie gesagt, Einschreiben Unterschrift. Ich habe es auch schriftlich, dass es angekommen ist. Aber bis heute haben wir leider nicht diesen Brief erhalten. In der kommenden Woche voraussichtlich werde ich da anrufen, beziehungsweise meine Freundin, und nachhaken, was da los ist. Das kann ja nicht sein. Bei meinem Kevin steht ja auch im Datum, kam es dann irgendwie nach 3-4 Wochen oder so um den Dreh an. Andererseits bin ich jetzt auch am Überlegen, ob ich nicht doch den direkten Klageweg eingehen werde, beziehungsweise meine Freundin. Sie ist ja auch in einer Rechtsschutzversicherung und je nachdem. Das Problem bei der Musterfeststellungsklage ist meiner Meinung nach einfach folgendes. Das wird lange, lange dauern und danach muss man sowieso, so wie es aussieht, es gibt ja noch keinen wirklichen Präzedenzfall für so eine Musterfeststellungsklage, das wird ja das VW-Ding sein, weil das erste Mal ist, dass sowas durchgeführt wird in Deutschland. Meiner Meinung nach, das wird jahrelang dauern. News 2 und 3 fasse ich jetzt mal hier unter einem Punkt zusammen. Da geht es nämlich einmal um meine Heimat, das ist die wunderschöne Stadt Köln. Und Köln hat den Luftreinhalteplan vorgestellt und der sieht vor, dass schadstoffärmere Busse gefahren werden sollen in der Stadt, Förderung des Radverkehrs soll passieren, Transitverbot für Lkw und dadurch soll es
keine Fahrverbote in Köln geben. Das ist natürlich alles noch ein bisschen vage, denn da ist ja auch noch eine Klage am Laufen in der Stadt Köln oder gegen die Stadt Köln, dass diese Fahrverbote kommen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was daraus passieren wird. Genauso auch aus München gibt es gute Neuigkeit, denn die 20 eigenen aufgestellten Messstationen besagen nämlich laut Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD, dass kein Fahrverbot notwendig wäre. Und das ist ja auch das, was ich gestern in dem Video, ich glaube gestern meine ich, schon angekündigt oder so ein bisschen vorgestellt habe. Und der Herr Reiter sagt dann nämlich ganz klar, dass diese Fahrverbote nicht nötig wären. Und das, finde ich, ist eine sehr gute Aussage, weil wir immer noch nicht wirklich klar wissen, ob die Messwerte, die Grenzwerte, ganz genau richtig sind. Und darüber muss diskutiert werden. Nebenbei noch ein kleiner Gedanke, den ich gerade habe, weil ich diesen Bericht hier geschickt bekommen habe per Instagram, 83MeToo, folgt mir da gerne. Und der war in der FAZ und da habe ich nicht so ein Plus-Abonnement oder wie man das nennt. Und deswegen konnte ich nur so die ersten zwei Absätze schreiben. Und also ich komme aus der IT-Branche, mache auch ein bisschen Online-Marketing in dem Bereich, berate auch verschiedene Firmen in dem Bereich als Unternehmensberater, IT ganz grob. Die gehen hin und machen diese Plus-Abonnements, wie auch die Bild das macht und auch die Welt und auch andere Zeitschriften. Und ganz ehrlich, Leute, das ist Quatsch. Falls das mal irgendeiner von den Zuständigen da sehen sollte, macht das nicht. Content muss frei zugänglich sein, meiner Meinung nach. Ich nehme ja jetzt auch nicht hier irgendwie einen Cut in dem Video ab dieser Stelle und jetzt müsst ihr hier alle 5 Euro bezahlen, um den Rest des Videos zu sehen. Das müsste man sich mal vorstellen. Kann alles auf einer freiwilligen Spendenbasis zum Beispiel passieren, wie das auch bei mir ist, wer mich da unterstützen will, links unten in der Infobox. Genauso wie auch durch gut platzierte Werbung. Und dann muss das nicht sein, dass da rundum, hier haben wir das Textfenster auf dem gesamten Bildschirm und dann ist hier überall Pop-up und am Blinken und bunt und all so ein Bullshit. Da kann man sich ja noch nicht mal auf den Bildschirm konzentrieren. Und dann fragen sich die Leute, warum machen die Leute denn einen Adblocker an? Ne? Also ich bin kein Adblocker-Freund, weil ich verdiene natürlich jetzt hier ein paar Cent durch dieses Video. Wenn ihr einen Adblocker anhabt, verdiene ich nichts. Ganz klar. Und genauso ist das bei Nachrichtenwebsites. Nur, wenn die jetzt hingehen und machen da so eine aggressiv auffällige Werbung, was YouTube ja nicht macht, die machen hier kleine Einblendungen oder auch hier neben kleine Einblendungen, das ist alles irgendwo im Rahmen, wie ich finde. Aber diese riesengroßen Plakativen, ganz schlimm. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen gerade mal ausgewichen bin, das ist dann so meine Unternehmensberatungsschiene, die da auch irgendwo rauskommt. Ja, wäre das jetzt nicht so abstrakt, würde ich jetzt drüber lachen und mich auch ein bisschen freuen, dass ich recht behalten habe mit meiner Aussage im gestrigen Video. Glaubt nicht den Politikern, was sie sagen. Denkt dran, Frau Merkel wollte keine Maut. Punkt. Brauchen wir eigentlich gar nicht weiter ausführen. Jetzt wurde von der Regierung ja gerade diese Woche verkündet, dass es mit ihr kein Tempolimit gibt. Und jetzt geht unsere Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD hin und druckste die ganzen Wochen zuvor eigentlich die ganze Zeit nur rum. Sagt jetzt aber, ich tendiere dazu, einem Tempolimit zu wollen. Weil es wäre ja ein Plus für Sicherheit. Frage ich mich, die Studie kann sie mir gerne mal zeigen. Gibt es ja wirklich zahlreiche Studien, die das Ganze widerlegen. Und genauso ein Beitrag zum Klimaschutz wäre gegeben, aber der wäre klein. Und da frage ich mich doch einfach, gehört die Umweltministerin zu unserer Regierung? Weil das sollte doch eigentlich klar sein, dass man sich geschlossen in der Öffentlichkeit dann präsentiert, wenn dann irgendwie mal abgestimmt wurde oder was Ähnliches passiert ist. Da kann doch nicht einer so aus der Reihe tanzen und sagt dann einfach, ja, ich tendiere aber dazu, das doch gut zu finden und für gut zu heißen. Also ist für meinen Geschmack nicht nachvollziehbar. In einer freien Wirtschaft, wo ich auch aktiv bin und arbeite, das könnte man ja so nicht machen. Da wird ja jeder Arbeitgeber, genauso wie auch jeder Kunde, einen Vogel zeigen, wenn man so einmal Hü, einmal Hott macht und dann kommt auf einmal ein anderer aus dem Team. Nee, wir müssen jetzt hier nicht die Wand grün machen, die wird jetzt rot. Dann hatte ich auch schon darüber berichtet, dass es einen Stadtluftreiniger in Kiel geben soll. Vor 3-4 Wochen, glaube ich, war das, als ich darüber berichtet habe. Und das Ganze forciert sich jetzt in der Stadt Kiel, wird der zum 6. Februar installiert. Theodor Heusring, glaube ich, war es, da wo auch Euro 6 Fahrzeuge betroffen sind von dem Dieselfahrverbot, in Anführungsstrichen muss man sagen. Es soll eine Spur für alle Dieselfahrzeuge, also auch inklusive Euro 6 Fahrzeugen, gesperrt werden einfach, dürfen sie dann nicht mehr benutzen.
Und das wäre dann die rechte Spur, weil die ist ja näher an dem Messgerät auf der rechten Seite. Da muss man sich mal überlegen, was das für Ideen sind, die die da haben. Nichtsdestotrotz, auf diesem Stadtluftreiniger, wie dieses Teil heißt, kann man sich vorstellen wie so einen kleinen Imbisswagen. Wenn das funktioniert, das Teil, ist das ja gut. Also der Herr, der die Teile da herstellt, allerdings eine kleine Firma mit 4-Mann-Betrieb, vielleicht ist das quasi sein Goldlos, das er jetzt gezogen hat und kann damit richtig expandieren. Er verkauft die Geräte wohl auch nach China, habe ich gelesen. Wenn das funktioniert, ist das eine super Sache. Keine Frage. Und dann auch mal so ein bisschen, weil ich sage ja immer, das soll ja nicht rein die Diesel News hier sein, sondern überhaupt Automobil oder auch Politik und auch, wie gesagt, ein bisschen Technikvideos, was ich hier mache, ein bisschen Reise und sowas. Hier wird auf jeden Fall noch mehr kommen in dem Kanal. Macht mir auch auf jeden Fall tierisch Spaß, weil das Feedback von euch ist ja durchweg positiv einfach. Es gibt nämlich jetzt neu, oder der kommt ja jetzt bald, von Porsche ein volles Elektrofahrzeug, das ist der Porsche Taycan. Und der wird ab ca. 80.000 Euro verfügbar sein im Grundpreis, siedelt sich dementsprechend als direkter Tesla Model S Konkurrent an, meiner Meinung nach. Jetzt habe ich was ganz Interessantes hier gelesen bei einem Bekannten von mir. Das ist keine bezahlte Werbung oder ähnliches, das ist nämlich hier die Seite trendsderzukunft.de. Und da ist ein Bericht drüber drin über den Porsche Taycan. Man versucht natürlich jetzt hier mit sehr krassen, guten Werten, Leistungsdaten, sei es die Batteriekapazität, sei es die Ladezyklen, wie schnell sie aufgeladen wird, so ist es richtig ausgedrückt, wie schnell das Fahrzeug beschleunigt und so weiter, versucht positive, gute Werbung zu machen. Ist ja auch legitim, ist ja auch in Ordnung. Und da gibt es eine sehr, sehr krasse Nachricht, weil viele immer so Angst darüber haben, wenn ich so ein Elektrofahrzeug habe, das dauert dann einfach viel zu lange zum Aufladen. Ich meine, an einem Fast Charge ist es beim Tesla Model S so, 20 Minuten 80% Kapazität der Batterie geladen. Wenn ein Tesla-Fahrer dabei ist, gerne in die Kommentare schreiben. Philipp zum Beispiel weiß das auf jeden Fall, ein guter Kumpel von mir. Und jetzt kommt nämlich was echt Krasses, was ich wirklich super finde bei dem Taycan. In 4 Minuten soll er ca. 100 Kilometer Reichweite aufgeladen haben. Und das wäre wirklich top, also wenn das klappt. Natürlich unter besten Bedingungen, Schnellladestation natürlich, ganz klar. Und da will Porsche nämlich auch hingehen. Europaweit will Porsche davon in den nächsten Jahren rund 400 Stück schaffen, die Ladegeschwindigkeiten von bis zu 350 Kilowatt ermöglichen. Das klappt natürlich nur über Gleichstrom. Fahrverbot in Stuttgart. Die quasi Schonzeit von einem Monat, seit einem Monat gibt es ja die Fahrverbote in Stuttgart, ist jetzt vorbei. Und die Polizei sagt jetzt auch ganz klar, es werden bei Routinekontrollen Bußgelder verhängt für Fahrzeuge, die nicht reinfahren dürfen nach Stuttgart. Also, ich kann die Hardliner von euch natürlich nachvollziehen und sage auch, lassen wir drauf ankommen, gucken wir mal, fahren wir mal rein. Ich möchte und kann das auch nicht für gut heißen, das ist ganz klar. Man muss sich natürlich einfach überlegen, was passiert, wenn ich wirklich sogar vielleicht auch einen Punkt dadurch in Flensburg bekomme. Das ist heutzutage durch die Ramsauer-Punkte quasi, der das ja damals geändert hat, das Punktesystem, schon deutlich schwerwiegender, wenn man mal 3-4 Punkte gesammelt hat. So viel geblitzt wird, wo es meines Erachtens nicht immer ganz sinnvoll ist heutzutage, hat man schnell mal ein paar Pünktchen. Dementsprechend, Freunde, jetzt noch mal ein kleines Abschlusswort. Ich freue mich auf jeden Fall morgen auf die Demo. Ich hoffe, bei mir klappt da zeitlich alles, kommt nichts dazwischen. Wenn ihr mich seht, erkennt, sagt mir gerne Hallo, können wir eine Runde quatschen, freue ich mich sehr. Ich versuche ein bisschen vor da zu sein, um auch mal eine kleine Ortsbegehung zu machen. Nimm meine Kamera auf jeden Fall mit, damit ihr auch einen Eindruck davon bekommt. Ansonsten, ich finde es echt klasse, was sich gerade tut, dass einfach nicht von allen blind den Grünen hinterhergelaufen wird und gesagt wird, ja, die Grenzwerte seit 30 Jahren, aber alles top, müssen wir so machen. Nein, es wird kritisch hinterfragt langsam. Das, finde ich, ist eine wirklich sehr gute Sache und wo nicht ich, aber wir in der Community hier mit diesem Kanal bestimmt auch irgendwo so ein ganz kleines bisschen zu beigetragen haben, möchte ich sagen, weil ihr natürlich wirklich auch kritisch viele Kommentare dazu geschrieben habt und solchen mein Video einfach geteilt habt und aktiv seid. Und das freut mich wirklich sehr. Das ist das, warum YouTube so geil ist, wie ich finde. Dementsprechend, Daumen hoch an dieser Stelle für das Video. Gerne, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das jetzt gerne an dieser Stelle. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.